Ja, dann herzlich willkommen zu einem weiteren Gespräch im Alpenparlament. Mein Name ist Thomas Eckert. Unser Thema heute ist ein politisches Dokument höchster Ordnung und höchster Brisanz. Das gibt es schon seit Jahrzehnten und merkwürdigerweise weiß kein Mensch davon oder fast kein Mensch davon, obwohl sich 27 Kommissionen in der EU damit befassen. Und das hat schon 5000 Seiten, das Dokument, und es betrifft nichts weniger als unsere Grundlage der Ernährung. Und der Experte für unser Thema heute ist der Dr. Gottfried Lange vom World Institute of Natural Health Science. Habe ich das richtig gesagt? Ja, sehr gut gesagt. Vielleicht übersetzen wir es nochmal kurz, dass es klar ist. Ja? Das heißt im Prinzip Weltinstitut für natürliche Gesundheitswissenschaften. Das habe ich zusammen mit einigen Wissenschaftlern gegründet, 2005 in Los Angeles, als internationale Aktivität, um das, was wir Ihnen noch genau erklären werden, Einhalt zu gebieten. Das Dokument, um das heute geht, hat auch einen Namen, klingt sehr feierlich, Codex Alimentarius. Und Sie sind Arzt, Herr so Dr. Lange, ist es, ja. Und Sie sind spezialisiert auf Ernährung, molekulare Ernährung, ja. Und haben sich auch mit anderen Themen befasst. Sie sind Experte, was den Codex Alimentarius angeht und halten auch viele Vorträge im In- und Ausland. Ja. Damit wir die Sache richtig einordnen können, könnten Sie uns vielleicht in aller gebotenen Knappheit einen Überblick geben über die geschichtliche Entwicklung dieses Codex, den es schon seit Jahrzehnten gibt. Ja, vielleicht sollte ich erstmal ganz kurz nochmal definieren, was ist es, um klar zu machen, womit wir uns hier eigentlich beschäftigen. Darf ich einfach mal fragen für mich zur Orientierung. Wer von Ihnen hat den Begriff, wir haben hier natürlich eine erlesene Zuhörerschaft, wer von Ihnen hat den Begriff von Codex Alimentarius schon mal gehört? Ah ja, danke schön, hervorragend, doch die Mehrheit. Es ist immer wichtig zu wissen, wo man da ansetzt. Es gibt, um das mal ganz grundsätzlich zu sagen, es gibt zwei verschiedene Denkweisen auf diesem eigentlich sehr schönen Planeten. Es gibt die einen, die gerne anderen helfen, die gerne für Gesundheit sorgen wollen, dass es den Menschen gut geht. Und dann gibt es andere, eine andere Gruppierung, die das nicht wollen. Die nur so lange verdienen, wie Menschen krank sind, die nur so lange Geld verdienen können, wie überhaupt Krankheit existiert. Und die auch künstlich durch die Unterdrückung von vorhandener, richtig hieb- und stichfester wissenschaftlicher Information, die diese wissenschaftliche Information unterdrücken, um das Geschäft mit der Krankheit aufrechterhalten zu können. Und das ist im Wesentlichen die internationale Chemie- und Pharmaindustrie. Und auf dem Boden dieser Denkweise wächst das, was Codex Alimentarius heißt. Ganz kurz mal, weil man sich das als mehr positiv denkender Mensch, der Menschen gerne helfen möchte, der möchte gerne, dass Menschen gesund sind, dass wir eine vernünftige Landwirtschaft haben und so weiter, sich immer nicht vorstellen kann. Ein führender Anlageberater für Pharmaaktien an der New Yorker Wall Street hat mal in einem Interview gesagt mit einer bekannten Wochenzeitschrift an der Wall Street. Fortune Magazine heißt sie, das heißt so viel wie Glückszeitschrift oder Glücksritterzeitschrift. Der hat übersetzt gesagt, unterm Strich verlieren wir alle, wenn sich Therapien durchsetzen, die Krankheiten beseitigen. Das habe ich jetzt deswegen gesagt, damit klar ist, es gibt wirklich solche Leute, die nicht wollen, dass wir gesund sind und nicht wollen, dass wir in Ruhe gesund sind. So leben können, wie es eigentlich gut ist. Und nun ist leider in den letzten Jahrzehnten der Nutzen von guter Ernährung, der Nutzen von sinnvollen, natürlichen Vitaminpräparaten und so weiter schon zu bekannt geworden. Es ist schon zu bekannt geworden, dass die Krankheit, an der jeder Zweite stirbt, heutzutage in unserer zivilisierten Welt, nämlich Herz-Kreislauf-Krankheiten,
Jeder Zweite. In Deutschland sind es fast 500.000 Menschen jedes Jahr mit dem langen Leidensweg davor. Dass man das nicht nur heilen, sondern auch verhindern kann, durch genügend hohe Dosierung an natürlichen, nicht patentierbaren Nährstoffen. Da aber Herz-Kreislauf-Krankheiten das größte Geschäft ist für die Chemie- und Pharmaindustrie, sind sie in ihrer Existenz bedroht. Sie wissen also, wenn sie zulassen, dass diese Gesundheitsinformationen, die Herzinfarkt, Schlaganfall und so weiter, in den nächsten Generationen fast unbekannt sein lassen würde, dass wenn sie diese Informationen nicht systematisch unterdrücken, dann existieren sie eines nicht so fernen Tages nicht mehr, die gesamte Pharmaindustrie mit ihren irrsinnigen Umsätzen und Gewinnen. Und aus diesem Grunde hat man von Seiten der Chemie- und Pharmaindustrie etwas ins Leben gerufen, was Codex Alimentarius heißt. Das klingt also zunächst ganz vernünftig, Codex Alimentarius, nichts Weltbewegendes, Ernährungsregelwerk. Unter der Schirmherrschaft der Weltgesundheitsorganisation, unter der Schirmherrschaft auch noch der Nahrungsmittel- und Ackerbauorganisation, das ist FAO, Food and Agriculture Organization, die macht das mit der Weltgesundheitsorganisation zusammen, läuft also im Hintergrund die Entwicklung eines Regelwerkes, das dafür sorgen will, dass all die Standards, die uns nicht gefallen, dass diese Standards alle durchgesetzt werden, dass wir also keine gentechnisch freien Nahrungsmittel haben, dass die Gesundheitsinformation nicht mehr verbreitet werden darf darüber, dass man mit bestimmten Nahrungsmitteln, mit bestimmten Nahrungsergänzungsmitteln Krankheiten vorbeugen oder heilen kann, dass man all diese Sachen nur noch über Pharmapräparate sagen kann. Und daran wird im Hintergrund, wie Herr Eckert schon sagte, mit einer undurchsichtigen Zahl von 27 Komitees gearbeitet, die sich jedes Jahr einmal treffen. Da gibt es ein Komitee in Bezug auf Vitamine und Mineralstoffpräparate. Es gibt ein Komitee in Bezug auf die Etikettierung von Nahrungsmitteln. Was darf man auf Etiketten schreiben? Oder was soll nicht auf die Etiketten? Nämlich, dass Nahrungsmittel gentechnisch verändert sind. Das soll überhaupt nicht mehr auf die Etiketten. Dass Sie also jetzt hier in der Schweiz oder in Deutschland oder in Österreich nicht mehr unterscheiden können, ist es gentechnisch verändert, was drin oder nicht. Und daran wird gearbeitet, international, von verschiedenen Gremien. Und diese Regeln werden schließlich, wenn sie dann endgültig verabschiedet sind, für alle Mitglieder der Welthandelsorganisation, unter anderem auch Deutschland und die Schweiz, bindend sein. Zum Verbraucherschutz selbstverständlich, das haben die sich ganz oben auf die Fahne geschrieben, Verbraucherschutz, wir wollen euch nur schützen dafür, dass ihr zu viele Vitamine und Mineralstoffe nehmt. Wir sorgen für eure Gesundheit, aber wenn man sich die Sache genau anguckt, ist das reine Fassade. Dahinter werden nur die Geschäftsinteressen der Chemie- und Pharmaindustrie ausschließlich verfolgt. Herr Dr. Lange, darf ich zwischenfragen? Ja. Wenn da jetzt so viele Gremien international beteiligt sind, die World Health Organization, die World Trade Organization, wir haben ja auch in der EU ein Gremium, das besteht aus den 45 führenden Industriechefs, die EU, die Parlamentarier eigentlich dann berät und beeinflusst, dann kann man eigentlich nicht mehr von einem regional begrenzten Dokument sprechen. Es ist kein regional begrenztes Dokument. Und das Ganze hat sich so entwickelt, dass die Demokratien, die einzelnen Nationen, auf diese Entwicklung gar keinen Einfluss mehr haben. So verselbstständigt hat sich das. Und man hat ja dann auch noch zusätzlich, und das muss man unbedingt dazu sagen, 1995 die Welthandelsorganisation gegründet. Und wenn man da Mitglied ist, hat man unterschrieben, auch die Schweiz, auch Deutschland, auch Österreich, wenn man da Mitglied ist, hat man unterschrieben, dass man diese Richtlinien schließlich bindend bei sich einführen wird. Will das eine Nation nicht, zahlt sie hohe Geldstrafen. Das kann sich keine Nation leisten, in der Höhe von Hunderten von Millionen Schweizer Franken zum Beispiel. Das zu dem Thema. Das erinnert mich so ein bisschen an die Mafia und Schutzgeldzahlungen, ne? Solange man drin ist, geht es einem gut. Ich denke, das ist eine sehr gute Anmerkung, Herr Eckert. Es ist gar kein Unterschied vorhanden. Es ist nichts anderes. Es ist eine internationale Mafia. Wenn man sich sieht, welche Stiftungen auch dahinter stecken, hinter dieser Entwicklung,
ja nicht nur solche großen Chemiekonzerne und Saatgut- und Gentechnikkonzerne wie Monsanto oder Syngenta, sondern auch bestimmte Stiftungen, wie zum Beispiel die Ford Foundation, Ford Stiftung, oder die Rockefeller Foundation. Und man muss dazu wissen, dass diese noch andere Zielsetzungen haben. Die haben schon genug Geld. Das ist also nicht mehr deren Zielsetzung. Aber die Philosophie ist, es gibt zu viele Menschen auf diesem Planeten. Und dass hier so viele Menschen auf diesem Planeten sind, das hat verschiedene Nachteile. Und deswegen müssen wir müssen das Welthungerproblem lösen. Das steht ja immer auf den Fahnen drauf. Aber für die heißt es Welthungerproblem lösen, die Anzahl von Menschen zu reduzieren auf diesem Planeten. Man muss geschichtlich auch dazu wissen, dass die Rockefeller Stiftung schon in den 30er Jahren die Eugenikforschung unter Hitler wesentlich mitfinanziert hat. Und inzwischen denkt man da auch nicht anders drüber. Da laufen also im Hintergrund Sachen, die so, und das ist wirklich ein Informationsproblem, die so nicht in der Presse stehen. Und wie gesagt, es ist sehr erschreckend. Der Hauptzweck ist natürlich dessen, was wir hier besprechen, nicht, dass wir uns so erschrecken, dass wir dann sagen, es hat sowieso keinen Zweck mehr. Aber man muss es wissen. Wir versuchen hier Informationen fließen zu lassen, die in der Presse nicht stehen, die im Fernsehen nicht kommen, weil da eben alles beschönigt wird. Informationen, die dazu führen kann, wenn Sie es verstehen, dass daraus die richtigen Aktionen entstehen, um dieser Entwicklung Einhalt zu gebieten. Denn sie betrifft die Gesundheit der zukünftigen Generationen auf diesem Planeten. Es ist eine Sache einer Weichenstellung. Wollen wir biologische Landwirtschaft? Wollen wir freie Verfügbarkeit von den Nahrungsmitteln und den Nahrungsergänzungsmitteln, die wir haben wollen? Wollen wir ehrliche Informationen auf den Etiketten haben? Wollen wir gute Sachen auf dem Tisch haben? Wollen wir wissen, was wir auf den Tisch bekommen? Wollen wir gesund bleiben? Oder ist uns das egal und wir kämpfen nicht dafür? Und solange wir nichts davon wissen, können wir auch nicht davon kämpfen. Ja, das ist jetzt eigentlich Sinn von unserem Gespräch heute, nicht wahr? Das ist Sinn des Gesprächs, genau. Ja. Es ist immer erschreckend. Mich erschreckt es selber immer wieder, wenn ich noch weiteren Einblick mir verschaffe in bestimmte Entwicklung. Es ist wirklich erschreckend. Es ist so erschreckend im Grunde, wie wenn man über ein Konzentrationslager sprechen würde. Es ist ähnliche Gefühle bekommt man dabei, wie Auschwitz oder solche Sachen. Wobei wir dann schon wieder in die Nähe kommen von Ihrer eigentlichen Frage, aber ich muss sie erstmal etwas weiter ausholen, damit klar ist, was ist das eigentlich überhaupt? Die geschichtliche Hintergrund, auf den ich nochmal kurz zurückkommen möchte. Bitte. Ja. Wenn Sie das Wort Auschwitz hören, ist die Frage, was denken Sie da? In der Regel denkt man, wenn ich richtig informiert bin, wenn man Auschwitz hört, denkt man an ein Konzentrationslager oder an zwei Konzentrationslager. Das ist aber eigentlich wie bei einer Zauberveranstaltung auf der Bühne, wo es in einer Ecke knallt und in der anderen Ecke ist aus der Gans plötzlich eine Jungfrau geworden und keiner hat es gesehen, wie es passiert ist, weil sie alle in die andere Ecke geguckt haben. Das Wesentliche an Auschwitz war ein Industriekomplex mit 24 Kilometern Durchmesser von IG Farben. IG Farben war damals vor der Hitlerzeit schon und noch während der Hitlerzeit ein Dachverband, Industriegemeinschaft Farben, für die Konzerne Bayer, Höchst und BASF. Danach wurde es auch wieder Bayer, Höchst und BASF. Und im Auftrag von IG Farben, also Bayer, Höchst und BASF, wurde dieses Konzentrationslager gebaut, damit der Industriebetrieb billige menschliche Arbeitskräfte haben würde und damit er auch billige menschliche Versuchskaninchen für pharmazeutische, chemische Experimente und so weiter haben würde. Das ist die Wahrheit. Und die Akten aus den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen, aus denen ganz eindeutig dieser Zusammenhang hervorgeht und noch einige in diese Richtung, die sind erst im letzten Jahr wieder ans Tageslicht gekommen. Dieses war immer nicht so bekannt. Man hat immer gedacht, Hitler war ein Betriebsunfall der Geschichte. Wenigstens zu einem gewissen Prozentsatz. Aber man wusste nicht, weil diese Akten unter Verschluss gehalten wurden, dass seit 1925 die chemische und pharmazeutische Industrie systematisch Hitler aufgebaut hat, um Deutschland in eine Eroberungsmaschine zu verwandeln, damit man sich die ganzen Reichtümer Europas unter den Nagel reißen könne. Und wenn man dann damit erfolgreich war, auch
die Reichtümer des Rests der Welt. Ich muss dann gleich noch dazu sagen bei der Gelegenheit, als man dann merkte, dass das nicht erfolgreich sein würde, damit Sie den Ursprung der Europäischen Union kennen, wo hat man sich die ausgedacht und wann? Man hat sich das Prinzip, das Konzept der Europäischen Union in der ersten Hälfte der 40er Jahre in Berlin ausgedacht. Da kommt es her. Und nun gab es ja auch gute Kräfte. Der amerikanische Chefankläger, General Taylor, der die Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse leitete, hat alle 20 Topmanager von IG Farben hinter Schloss und Riegel gebracht. Er hat gesagt, wenn wir die nicht hinter Schloss und Riegel bringen würden, dann stellen sie eine größere Gefahr für den Weltfrieden dar, als Hitler, wenn er noch am Leben wäre. Und er hat sich durchgesetzt. Die waren ein paar Jahre hinter den Gittern, dann hat aufgrund der tollen Verbindungen, die die hatten, zu Rockefeller und so weiter, waren die aber nach wenigen Jahren wieder draußen. Und man brauchte sie ja auch zum Neuaufbau der Wirtschaft Deutschlands. Das Know-how. Wie? Das Know-how. Ja, das Know-how. So hat man auch gesagt. Der später Bundeskanzler wurde, namens Erhard, der hat mitentscheidend dafür gesorgt, dass sie wieder ans Ruder kamen mit dem Argument, wir brauchen ja diese erfahrenen Industriekapitäne, um Deutschland wieder aufzubauen. Und einer von denen, der verantwortlich war für das Kriegsgeschäft von IG Farben und für diese ganze Auschwitz-Geschichte, für das ganze Auschwitz-Industriekomplex, 24 Kilometer Durchmesser, Fritz Termeer, der, und das muss man mal hören, damit man versteht, wie denken diese Leute. Man versteht es sonst immer nicht, kann sich immer nicht vorstellen, dass Leute so etwas machen. Der hat beim Verhör in den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen hat er gesagt, den Lagerinsassen von Auschwitz ist ja eigentlich nicht wirklich Leid zugefügt worden. Die haben ja nicht wirklich Schmerzen gehabt, das kann man ja so nicht sagen. Denn die Alternative wäre ja gewesen, dass man sie umgebracht hätte. Ernsthaft. So denken diese Leute. Und dieser Mann kam dann nach 4 Jahren, so irgendwann in den 50er Jahren, wieder hinter Gittern hervor. Und er war übrigens auch verantwortlich gewesen, dass über einem Seitenausgang von Auschwitz der Spruch stand, Arbeit macht frei für die Lagerinsassen. Und er war dann einer der entscheidenden Architekten für das, was wir heute als Codex Alimentarius kennen. Das kommt also aus der Feder dessen, der für die ganze diese ganze Auschwitz-Katastrophe verantwortlich war und das ganze chemische Kriegsgeschäft von IG Farben und die Finanzierung von Hitler. Der hat also Codex Alimentarius Anfang der 60er Jahre ins Leben gerufen und von da ab nahm es dann seinen Lauf. Das also zum geschichtlichen Hintergrund. Das ist die Denkweise. Das sind also bestimmt keine Leute, die unsere Gesundheit im Auge haben. Wenn wir das jetzt mal zusammenfassen, auf einen Nenner bringen, heißt es, hinter dem Codex Alimentarius ständen von Anfang an Chemie- und Pharmaunternehmen in, sagen wir, einer Eroberungsmentalität vielleicht. Ja, das denke ich, ist sehr gut gesagt. Sei es Märkte, sei es Menschen, sei es Einfluss, sei es Macht. Und jetzt, vielleicht können wir dieses Thema kurz verlassen und einen Sprung machen. Ja. Vielleicht darf ich zuerst für ein kleines Durchatmen sorgen. Wir werden nachher darüber reden, was wir noch tun können. Aber im Moment müssen wir ein bisschen im Horrorladen rumkramen, weil der Codex Alimentarius leider Gottes tatsächlich in vieler Beziehung so ein kleiner Horrorladen ist. Wir gehen jetzt mal in Ihren Bereich, Herr Dr. Lange, als Naturheilarzt. Man kann ja annehmen, dass die nicht sehr begeistert davon sind, dass es natürliche Heilmittel, natürliche Vorbeugungsmittel für Krankheiten gibt. Sie erwähnten vorher Herz-Kreislauf-Krankheiten. In unserem Vorgespräch haben Sie auch Krebs erwähnt und dass man da eben mit sehr natürlichen Sachen sehr viel gewinnen kann. Jetzt gibt es natürlich viele Leute, die sagen, ja, ich ernähre mich doch gesund, ich ernähre mich vegan, ich ernähre mich nur vollwertig, ich habe doch alle Nährstoffe, die ich brauche. Jetzt zwei wichtige Fragen in dem Zusammenhang. Erstens, wofür braucht es überhaupt Vitaminpräparate, von denen Sie vorher schon gesprochen haben? Und das Zweite ist, kann man nicht das Ganze durch eine ganz normale, gesunde Lebensweise auch genug tun für seinen Körper? Ich denke, es sind zwei sehr wichtige Fragen, die wir unbedingt beleuchten sollten. Die erste Frage ist nicht nur, wofür braucht man oder braucht man Vitaminpräparate, sondern was sind überhaupt Vitamine, damit man das verstehen kann. Mhm. Was sind überhaupt Vitamine? Der normale Mediziner heutzutage, der denkt, naja,
weil er es in seiner Ausbildung nicht gehabt hat, in der Biochemie, in dem Biochemie-Teil seiner medizinischen Ausbildung, nur so zum Ankreuzen kurz, und dann kam ja die wahre Biochemie, die man als Pharmakologie bezeichnet. Das ist also das Missverstehen des Mediziners, der denkt, Pharmakologie sei Biochemie. Und deswegen hat er das nie richtig verstanden und er denkt, naja, Vitamine, naja, ist ja vielleicht ganz gut, habe ich ja auch schon einiges drüber gehört, aber ja, und dann kommt so im Hinterkopf so leise die Erinnerung, dass seine Mutter immer gesagt hat, Junge, iss den Salat wegen der Vitamine. Und den Salat mochte er nicht. Er mochte lieber die Pommes frites und die Bratwürste oder irgendetwas. Ja. So, diese Haltung, ist so dieses Positioning, wie man im Marketing sagt. Naja, wenn Sie unbedingt meinen, dass Sie diese Vitaminpräparate nehmen wollen, naja, schaden kann es ja nicht. Manche sagen dann, ach, lassen Sie es doch, Sie produzieren doch nur teuren Urin. Was sind Vitamine? Wenn Sie etwas machen wollen, als Handwerker oder in irgendeinem Arbeitsbereich, dann brauchen Sie dafür Werkzeuge. Sie brauchen, um eine Schraube irgendwo hineinzuschrauben, das sind nun Binsenweisheiten, brauchen Sie einen Schraubenzieher. Schraubenzieher bestehen normalerweise heutzutage aus zwei Teilen, nämlich aus einem großen Handgriff und einem kleinen Einsatz. Das kennen Sie, denke ich, mehr oder weniger alle, die man als Funktionseinsatz oder als Bit bezeichnet, zumindest im englischsprachigen Sprachraum. Und wenn jetzt jemand Ihnen so als Seminartrick einen Schraubenzieher in die Hand geben würde, ohne diesen kleinen Einsatz, würde man sagen, hier, schraub doch bitte mal die Schraube in dieses Brett, würde man sagen, der da vorne, der Dozent, der ist doch verrückt. Das geht doch gar nicht. Es braucht doch diesen Einsatz, damit der Schraubenzieher zu einem funktionstüchtigen Werkzeug wird. Und das ist gar nicht weit hergeholt, nämlich ziemlich genauso ist es bei den biochemischen Werkzeugen im menschlichen Körper. Der Körper braucht, um alles zu machen, um Muskel aufzubauen, um Arterien instand zu halten, um Giftstoffe zu entgiften, braucht er biochemische Werkzeuge der verschiedensten Art, die in dem Prinzip so zusammengesetzt sind. Ein großer Proteinhandgriff, so ein Proteinmolekül, relativ groß, und dann ein kleiner Einsatz, der das Werkzeug für den Zusammenbau oder das Auseinandernehmen von Substanzen im menschlichen Körper überhaupt erst funktionstüchtig macht. Man bezeichnet diese Werkzeuge landläufig auch als Enzyme. Und diese biochemischen Werkzeugstoffe, die Stoffe, die die Werkzeuge funktionstüchtig machen, das sind die Vitamine und ein paar Spurenelemente. Die kann der Körper selber nicht herstellen. Und wenn man von denen nicht genug kriegt, dann hat man einen Werkzeugmangel im menschlichen Körper. Mit der Folge, auf die Dauer, chronische Krankheiten bekommen zu können. Oder man wird sie mit Sicherheit bekommen. Aufgrund eines chronischen Werkzeugmangels. Das ist das, was passiert, wenn in Nahrungsmitteln nicht genug von diesen Substanzen drin sind. Und wenn man sich die Statistiken ansieht, die Untersuchungen, ist der Gehalt, durchschnittliche Gehalt in Nahrungsmitteln an zum Beispiel bestimmten wichtigen Mineralstoffen wie Kalzium, Magnesium, Eisen, seit 1914 bis zur letzten Jahrtausendwende jetzt um etwa auf ein Sechstel bis ein Siebtel gesunken allgemein. Durch die landwirtschaftlichen Methoden. Vielleicht sollten wir erwähnen, dass die EU daran auch nicht unschuldig ist, durch die ganzen Verordnungen, die mittlerweile bestehen für die Bauern, durch die Subventionen, die es für bestimmte Behandlungen des Ackerbodens gibt und für manche eben nicht. Absolut, ja, ja. Absolut. Es gibt solche Begriffe, die sind genauso geschickt wie Nebenwirkungen. Ja, dann auch so irgendwas Unwichtiges, Nebenwirkungen. Volldünger, Wortkosmetik, enthält in der Regel nur Stickstoff, Phosphor, Kalium. Manchmal Kalzium, manchmal Magnesium, aber auch nicht unbedingt. Spurenelemente sowieso nicht. Ist Volldünger. Enthält Stickstoff, Phosphor, Kalium. Und dass dann natürlich auf die Dauer in den Böden kein Magnesium mehr drin ist, dies nicht mehr drin ist, jenes nicht mehr drin ist. Und Magnesium ist für über 300 körpereigene Werkstoffe ein wichtiger Funktionseinsatz, ohne die nicht funktionieren. Das ist dann gar kein Wunder. Hinzu kommt noch eine Sache, die ich erwähnen muss. Der menschliche Körper hat eine Besonderheit. Wir alle haben einen genetischen Defekt. Im Gegensatz zu den meisten anderen Säugetierkörpern. Wir können kein Vitamin C produzieren. Das können wir nicht mehr. Man nimmt heute in der Wissenschaft an, dass diese Fähigkeit aus Blutzucker selber Vitamin C zu machen, vor etwa 25 Millionen Jahren verloren gegangen sein soll. Und wir können das nicht, ein paar Affen können das nicht, das Meerschweinchen kann das auch nicht, aber jeder Hund, jede Katze, jedes Pferd kann Vitamin C herstellen. Und zwar stellen die selber her, schon umgerechnet auf menschliches Körpergewicht, damit man das verstehen und in Beziehung setzen kann,
zwischen 2000 Milligramm und 20.000 Milligramm pro Tag. Zwischen 2 und 20.000 Milligramm liegt der Bereich und individuell verschieden nimmt man also heutzutage an. In der nicht so bekannten Wissenschaft, aber das ist der Stand der Forschung, dass unser Körper zwischen 2000 und 20.000 Milligramm Vitamin C pro Tag machen würde, wenn er denn noch könnte. Und warum ist das so entscheidend? Entscheidend ist es deswegen, weil Vitamin C das Instandhaltungswerkzeug ist für Stabilitätsgewebe im menschlichen Körper. 30%, und das ist kaum bekannt, weil wir so eine Medizin haben, wo die Mediziner ausgebildet werden. Sie gucken nach der Leber, sie gucken nach dem Herzen, sie gucken nach den Gelenken und so weiter, immer nach den Organen, aber nicht nach dem Stabilitätsgewebe. 30% des Körpers besteht aus Strukturgewebe, das ihn stabil hält. Die Frage ist im Grunde, warum ist der menschliche Körper kein formloser Zellhaufen hier irgendwo auf dem Tisch, so, sondern hat ja eine Form. Der Kopf, das Herz sitzt am rechten Fleck, rutscht nicht in die Hose, obwohl man das so sagt, in bestimmten Situationen. Man trägt seinen Kopf nicht unterm Arm, es hat alles, es ist alles Bindegewebe. Und die Arterienwände sind wie Gartenschläuche gebaut. Relativ weiche Substanz, wie das Plastik aus Gartenschläuchen, mit eingewobenen Stabilitätsfasern, Nylonfasern, die diese Arterienwände stabil machen, druckstabil machen, sodass das Herz-Kreislauf-System vernünftig funktionieren kann. Und das geht nur, wenn man chronisch, im positiven Sinne, genügend Vitamin C regelmäßig hat. Dann geht das. Und nur, wenn man regelmäßig jeden Tag genug Vitamin C hat, das man leider nicht mehr selber produzieren kann als Mensch, dann gibt es mit Sicherheit keinen Herzinfarkt und keinen Schlaganfall, woran jeder Zweite stirbt heutzutage. Und das ist der entscheidende Zusammenhang. Das heißt also, aufgrund dieses Gendefekts muss man das extra zu sich nehmen und aus den normalen Nahrungsmitteln hat man davon nicht mehr genug. Eine Sache muss ich noch, um das noch zu illustrieren, ganz schnell dazu sagen. Man hat untersucht, normalerweise so das, was die Leute täglich bekommen aus der üblichen Ernährung, ist 60 Milligramm Vitamin C. Eine Gruppe, eine Studie mit 12.000 Leuten insgesamt, dann hat die eine Gruppe hatte 60 Milligramm Vitamin C pro Tag, das übliche, was wie gesagt in der Ernährung drin ist, die anderen nur 300, nicht 3000 oder so etwas, nur 300. Und bereits bei diesem Unterschied zwischen 60 und 300 Milligramm war die Herzinfarkterkrankungsrate bereits halbiert. Das hat also erhebliche praktische Auswirkungen für jeden Einzelnen, für die Gesundheit einer ganzen Nation und auch für die Senkung der immensen Kosten eines Gesundheitssystems. Weil diese wissenschaftlichen Informationen, das ist alles belegt von ehrlichen Wissenschaftlern und Studien, weil das nicht bekannt gemacht wird, weil das unterdrückt wird, zahlen wir uns dumm und dämlich an Krankenkassenbeiträgen und so weiter. Das ist also auch noch ein ganz entscheidender Zusammenhang. Der Codex will ja jetzt was regeln. Ich muss mal mit einem kleinen Missverständnis vielleicht aufräumen, dem ich vor kurzem auch noch aufgesessen bin. Also der Codex will nicht die Inhaltsmenge natürlich gewachsener Nahrung begrenzen oder ordnen, das geht ja überhaupt nicht. Will er nicht und kann er auch man kann, nicht. Ja. Man kann ja nicht eine Null-Vitamin-Karotte züchten, das wird wohl kaum gehen. Aber er möchte was regeln und er greift intensiv ein in die Natur- und Kräuterheilkunde. Vielleicht könnten Sie uns darüber was sagen. Es geht ja um Grenzwerte. Es geht ja um bestimmte Mengen, die uns zugeführt werden dürfen, noch nach dem Willen der Gesetzgeber, sage ich mal. Und darüber hinaus wird immer von Risiken gesprochen. Man spricht ja immer von Risiken von Vitamintherapie, Risiken von Überdosierung an Vitaminen. Können Sie dazu was sagen? Ja, die eine Seite, wie gesagt, die haben wir eben kurz beleuchtet. Man kann definitiv mit genügend hohen Dosierungen von Vitamin C und noch einigen anderen nicht patentierbaren Natursubstanzen Herzinfarkt, Schlaganfall vorbeugen oder heilen. Man kann mit diesen Substanzen und noch ein paar Aminosäuren kann man auch Krebsmetastasierung stoppen und 90% der Krebspatienten sterben an Metastasierung. Das kann man machen mit Kombinationen aus bestimmten Vitaminen und Aminosäuren. Das ist also von erheblicher Bedeutung. Und um das Ganze zu verstehen, alles, was die zukünftigen Geschäfte, die zukünftigen Profite der Chemie- und Pharmaindustrie in irgendeiner Weise vermindern könnte, wird bekämpft. Und alles, was die Geschäfte blühen lassen wird, wird gefördert. Und man setzt deswegen, zum Verbraucherschutz natürlich, falsche Informationen in Umlauf. Man sagt,
Das haben Sie sicherlich auch schon mal gelesen, obwohl hier natürlich eine lesende Zuhörerschaft ist und Sie vieles, vieles ja wissen, denke ich. Aber man sagt, und das liest man immer wieder, zu viel Vitamine sind gefährlich. Plötzlich kommt eine Studie, die kommt in Umlauf, da steht dann drin, ja, wir haben also festgestellt, dass wenn man mehr Vitamin E nimmt, dann sterben mehr Leute. Also wenn Leute mehr Vitamin E nehmen, dann sterben von der Gruppe, die mehr Vitamin E genommen haben, sterben mehr. Das ist eine gefälschte Studie oder eine gefälschte Auswertung. Wenn man das genau zurückverfolgt, das stimmt einfach nicht. Und ein Kollege hat mir mal den Begriff des Mietmauls näher gebracht vor vielen Jahren. Mietmaul ist also ein Maul, das man mieten kann. Das ist ein Professor, es gibt da genügend, die gegen Geld und andere Vorteile alles verdrehen, sodass es dann als wissenschaftliche Tatsache dazustehen scheint. Und man will zu ihrem Schutz, zu unserem Schutz, zum Schutz des Verbrauchers, will man Höchstwerte festsetzen. Das ist also ein wesentlicher Teil der Tätigkeit eines Komitees von den 27 Codex Alimentarius Komitees. 27 Komitees, damit das alles schön überschaubar ist natürlich. Und immer Schritt für Schritt, dass man das auch nicht merkt. Höchstmengen festsetzen, um uns zu schützen vor zu viel Vitaminen. Da sagt man dann, naja, also 60 Milligramm Vitamin C, das ist ja genug. Wissenschaftliche Risikoanalyse, wenn er zu viel davon nimmt, dann kriegt er ja dies oder kriegt er jenes und Vitamin E wird gedeckelt, B-Vitamine werden gedeckelt, bestimmte Mineralstoffe werden runtergeschraubt, sodass man dann letztendlich Präparate, die genügend hochdosiert sind, noch auf vernünftige Art und Weise kombiniert, dass man Herz-Kreislauf-Krankheiten vorbeugen kann, Herz-Kreislauf-Krankheiten wirklich in jedem Fall heilen, Krebsmetastasierung stoppen und so weiter, dass man die eines Tages dann hier überhaupt auf diesem Planeten nicht mehr bekommen soll. Damit der Marktplatz erhalten bleibt. Und der Marktplatz ist unser menschlicher Körper, aber nur so lange, wie Krankheiten in ihm wohnen. Ja, das würde ja bedeuten, dass wir mit einem Minimum an Vitaminen, unser Essen ist ja ausgelaugt, wenn wir nicht wirklich das Glück haben, beim Biobauern direkt zu kaufen, sage ich mal, und das ist ja noch nicht flächendeckend möglich im Moment. Das würde bedeuten, dass wir mit einem totalen Minimum gerade mal so am Leben erhalten werden, ja, dass man ein paar Jahrzehnte uns verdienen kann. Ja. Das ist ja so makaber, wie es klingt. Es ist leider die Wahrheit. Ja. Es kommt ja noch was verschärfend hinzu. Es gibt ja jetzt sogar ein Urteil vom Europäischen Gerichtshof, erst kürzlich gefällt, über einen Journalisten, der über Glucosamine berichtet hat. Ja, das geht in einen anderen Bereich eines anderen Komitees von Codex Alimentarius. Das eine ist die Festlegung von lächerlichen Vitamin- und Mineralstoffobergrenzen für Präparate und so weiter. Ja. Das andere ist, was darf man auf Etiketten schreiben, was darf man nicht auf Etiketten schreiben. Dieses Labeling- oder Etikettenkomitee beschäftigt sich neuerdings auch seit wenigen Jahren erst damit, was darf man überhaupt noch sagen, außerhalb der Etiketten. Welche Sachen darf man direkt oder indirekt noch über Produkte sagen? Und das ist also sehr, sehr, das ist ein Meilenstein im Prinzip, was da gerade passiert ist vor kurzem. Genau. Und das wollten Sie sagen, das ist sehr bedenklich. Kurz was darüber zu sagen. Ja, das finde ich gut, ja. Denn es ist so, innerhalb von der EU, ist ja im Prinzip, wird uns ja sogar ein Grenzwert in unsere Aussagefähigkeit gesetzt, indirekt gesprochen. Wenn ein Journalist nicht mehr berichten darf über, sagen wir mal, den Benefit von Naturstoff oder von einem Kräuterheilstoff oder irgendetwas, das in einem anderen EU-Land als Arzneimittel deklariert wird, es geht ja um Deklaration. Man kann ja durch Definition plötzlich einen Apfel als Arzneimittel definieren. Und dann darf ich nicht mehr drüber schreiben, wie viel Vitamin C in dem Apfel drin ist oder was für Stoffe und wie sie mir helfen können. Ja, genau. Weil er irgendwo deklariert ist als Arzneimittel. Wir haben in Deutschland schon seit 1976 ein Arzneimittelgesetz, das in § 2 in der Begriffsdefinition enthält, unter anderem Stoffe, mit denen sie die Funktionen des Körpers beeinflussen können, sind Arzneimittel. Damit ist natürlich der Willkür Tür und Tor geöffnet, denn ich meine, eine Scheibe Schwarzbrot oder ja, genau ein Glas Wasser zum Beispiel oder nur ein Schluck Wasser beeinflusst ja auch schon die Funktion. So, also das öffnet der Willkür Tür und Tor. Und Sie wollten gerade noch diesen Fall erzählen. Was mit dem Journalisten? War ein dänischer Journalist, ja, der berichtet hat über einen Stoff, der Bindegewebsbaustein ist, soweit ja, ich weiß, Glucosamin. Glucosamin, ja. Und der wurde verurteilt zu einer Geldstrafe von 1.500 Euro. Weil in Dänemark Glucosamin als Drug, also als Arzneimittel, deklariert ist. Und darüber darf er nichts mehr schreiben. Ja. Das ist ein gültiges Urteil von EU, vom Gericht. Ist es ein Arzneimittel tatsächlich oder ist es ein Nicht-Arzneimittel und deswegen darf man das nicht machen? Soweit ich weiß, ist nämlich,
Ich frage jetzt deswegen, soweit ich weiß, ist es nämlich so, dass die Pharmaindustrie dafür sorgt, mit allen Mitteln, die schießt aus allen Rohren, dass nur noch über Arzneimittel Heilaussagen, Vorbeugungsaussagen und so weiter gemacht werden dürfen. Also ich vermute fast, dass gesagt wird, es ist kein Arzneimittel, vermute ich eher. Es ist ja ein Bin Stoff. Ich jetzt überfragt, ist überfragt, ja, aber ich vermute, dass das so. Aber ich meine, wie dem auch sei, ist gar nicht so wichtig. Entscheidend ist, dass jemand, der über die Gesundheitswirkung, nachgewiesene Gesundheitswirkung eines Naturstoffes berichtet und auch erwähnt hat, in Form welcher Produkte man das bekommen kann, sonst nützt einem die Information auch nichts, man muss es ja anwenden können, dass der zu einer Geldstrafe verurteilt worden ist, weil er darüber nicht hätte schreiben dürfen. Das ist der Punkt, um den es geht. Ja. Ja. So weit sind wir mittlerweile und das geht auch Hand in Hand eben mit dieser Kodex-Geschichte. Ja. Ja. Betrifft die Grundrechte des Menschen. Es betrifft die Grundrechte. Die Grundrechte der Ernährung ja sowieso. Die Grundrechte dessen, was ich mir aussuche, was ich mir einwerfe, ob ich eine Vitaminpille nehme oder nicht und wie viel davon. Das wird ja alles streng reglementiert. Und natürlich auch die freie Meinungsäußerung. Ja. Ja. Gut, also ich denke, zu dem Thema haben wir jetzt einiges gesagt. Ja. Wir können einen Schritt weiter gehen. Denn auch Vitamine müssen ja irgendwo herkommen. Auch in der natürlichen Ernährung. Und da kommen wir jetzt eben dazu, wie natürlich ist unsere Ernährung und was tut der Kodex dafür? Der immer behauptet, er will uns schützen. Zum Schutz der Verbraucher macht er alle möglichen Richtlinien auf 5000 Seiten, die kein Mensch lesen kann. Man sollte vielleicht Seiten soll man nicht überhören. Genau. Und man sollte vielleicht auch erwähnen, dass die EU dazu übergeht, sämtliche wesentlichen Dokumente so unübersichtlich wie möglich überhaupt zu gestalten. Da gibt es ein Dokument, das verweist auf ein anderes Dokument, das auf ein Dokument verweist, in dem es auf einen Paragraph verwiesen wird. Wie soll der normale Mensch für seine eigenen Lebensgrundlagen noch irgendwo sich informieren können, in einer kurzen, bündigen, wahrhaftigen Weise über das, was überhaupt noch erlaubt ist, was er darf und wie die Dinge überhaupt zusammenhängen. Ja, selbst Rechtsanwälte, die an diese schrecklichen Dinge gewöhnt sind, haben es schwer. Also wir haben mit Rechtsanwälten zu tun. Ich erinnere mich an eine wichtigen Organisation in England. Da haben wir zwei Meetings von je 8 Stunden gebraucht, 2x8 Stunden. Bis er gesagt hat, so jetzt habe ich das nach Jahren endlich verstanden, was da läuft. Ein Rechtsanwalt. Rechtsanwalt. Gut. Ja. Und worauf ich raus wollte, ist der Kodex. Man kann durchaus im Internet sich Bestandteil des Kodex runterladen. Die stehen öffentlich zur Verfügung. Mhm. Nebenbei gesagt, hauptsächlich in Englisch, Französisch und vielleicht mal Arabisch, aber nicht in Deutsch, obwohl der größte Sprachanteil in der EU Deutsch ist, deutschsprachig, das muss man einfach mal festhalten. Ja. Vielleicht haben sie einfach Angst vor unseren Einwänden, wer weiß schon. Es geht jetzt darum, dass im Kodex seitenweise aufgelistet wird, in welcher Form, wie und warum man genmanipulierte Lebensmittel prüfen muss, damit sie uns ja nichts tun. Das bedeutet aber, wenn man genau hinguckt, solange da Regeln stehen, wie man mit genmanipulierten Dingen umzugehen hat, sind genmanipulierte Dinge vorhanden. Das heißt also, der Codex Alimentarius befürwortet ganz klar die Gentechnologie. Und das ist ja eine Grundlage, die uns nicht unbedingt, wie wir alle wissen, gesunde, vitaminreiche, langlebige Kost liefert. Und es ist offenbar vorgesehen, dass die Gentechnik im Codex fester Bestandteil ist. Ja. Das ist ein weiteres Unterkomitee, das sich damit beschäftigt. Es gibt also mehrere Unterkomitees. Die wesentlichen Bereiche sind die Vitaminen, die schon erwähnten Vitaminen und Mineralnahrungsergänzungen. Ein anderer Bereich ist die Gesundheitsaussagen, die man machen darf über Nahrungsmittel. Ein anderer Bereich ist die biologische Landwirtschaft. Ein vierter Bereich sind die gentechnisch in Anführungsstrichen veränderten Nahrungsmittel. Ein fünfter Bereich, die Etikettierung. Was muss oder soll nicht auf Etiketten drauf? Sechster Bereich, die Werbung. Und siebter Bereich, dann noch Nahrungsmittelzusatzstoffe. Und achter Bereich, Pestizidrückstände in Nahrungsmitteln. Das sind also die wesentlichen 8 Bereiche ungefähr, mit denen sich die verschiedenen Kodex-Komitees beschäftigen. Ja, und das Komitee, das sich mit Gentechnik beschäftigt, das befürwortet eindeutig Gentechnik, legt fest, dass Gentechnik akzeptabel ist. Sie untersuchen nicht das Risiko wirklich. Und das Schlimme ist, dass diese Richtlinien, diese Codex Alimentarius-Richtlinien, unter anderem mit so auf die Gentechnik, die sind überhaupt nicht bindend. Das ist ganz eindeutig. Für eine Nation sind sie nicht bindend. So scheint es. Aber da jedes Mitglied der Welthandelsorganisation gleichzeitig noch ein anderes Vertrag unterschrieben hat, der als SPS, Siegfried-Paula-Siegfried, Abkürzung für englische längere Wörter, Vertrag unterschrieben hat, ist durch die Hintertür
seit 1995 die Kodexrichtlinien doch bindend. Und das bedeutet, für eine Nation wie zum Beispiel die Schweiz, die auch Mitglied der Weltgesundheitsorganisation ist, sie muss es akzeptieren, unter Androhung hoher Geldstrafen schließlich, dass frei importiert werden gentechnisch veränderte Nahrungsmittel. Und dass sie muss auch akzeptieren, wenn es eine internationale Regelung ist, dass das nicht auf dem Etikett draufsteht, dass das bei Ihnen in der Schweiz auch so ist oder in Deutschland und so weiter. Und das ist eben das Erschreckende, dass solange eine Nation Mitglied ist in der Welthandelsorganisation, die schon von kompetenten Leuten als die Weltpolizei bezeichnet wurde, so nach dem Muster der Europäischen Union läuft das in der Welthandelsorganisation, solange man da Mitglied ist, man gezwungen werden kann und durch sehr, sehr hohe Geldstrafen, sich an diese Regeln zu halten. Das ist das Problem. Also ein Ausweg wäre, wie realistisch auch immer der wäre, ist aus der Welthandelsorganisation dafür zu sorgen, dass ein Land aus der Welthandelsorganisation austritt. Es hat natürlich nur Vorteile, in der Welthandelsorganisation zu sein, das ist klar, wird den Nationen und den Regierungen gesagt, aber das stimmt nicht. So, also das zur Gentechnik. Man kann dann weder unterscheiden, was kommt dann auf den Teller, noch kann man sich es selbst als Nation aussuchen, weil das an der Kontrolle eines Parlaments, einer Demokratie vorbeigeht. Durch internationale Organisationen wie die Codex-Organisation, die Weltgesundheitsorganisation und die Welthandelsorganisation. Das ist das Problem. Es ist wie eine Weltdiktatur, die durch die Hintertür eingerichtet wird. Und wir sehen hier ja einen weiteren Mechanismus. Es ist ja so raffiniert gemacht, dass irgendwie wieder keiner verantwortlich ist. Die Codex-Leute sagen, wir sprechen hier nur Empfehlungen aus, die sind ja nicht verbindlich. Und die Regierungen sagen, ja, wir können ja nichts vom Codex, aber wir haben halt zugestimmt, weil es alle tun und weil es gut ist. Und keiner ist wirklich verantwortlich. Also man findet nie irgendeinen, wo man sagen kann, Junge, du hast das entworfen, du bist verantwortlich, krieg das wieder in Ordnung. Es verteilt sich auf so viele Köpfe und unter so vielen Schreibtischen, in so vielen Ecken, dass man überhaupt niemanden zu greifen kriegt. Ja. Und dann haben wir den Expertenwahn. Ich meine, Experte ist ja ein inflationäres Wort. Ja, ne? Absolut. Das ist ein Interessenvertreter jeglicher Couleur. Aber es gibt ja, ja Experten, die, auch die so stehen. Über mich haben Sie das ja am Anfang gesagt. Ne? Wer weiß, ne? Das war aber nicht gemeint. Ja. Nein, es gibt Experten und Experten. Ne? Und dann stellt sich ein Experte hin und sagt, gut, wir nehmen den Kodex ernst. Wir analysieren jetzt die Gensachen, passen auf, dass Ihnen nichts passiert, wenn Sie das essen. Und das dürfen wir auf keinen Fall tun, das ist schädlich. Das dürfen wir auch nicht tun, das ist schädlich. Aber das dürfen wir natürlich tun, das ist unschädlich. Also wenn ein Experte sich hinstellt und sagt, die zwei Möglichkeiten sind nicht gut für Sie, sagt er gleichzeitig, die dritte Möglichkeit ist aber gut für Sie. Ja. Ja? Also wenn er das gut macht, dann öffnen sich praktisch alle Türen, wo die Organisationen durchgehen wollen. Sehen Sie das auch so? Ja, ja, absolut, absolut. Und es gibt so gut wie keine unabhängigen wissenschaftlichen Untersuchungen über die Auswirkung gentechnisch veränderter Nahrungsmittel. Das muss man auch noch dazu sagen. Und dann hat es in der zweiten Hälfte der 90er Jahre einen englischen Wissenschaftler in Schottland gegeben, in einem Institut, einem gentechnischen Forschungsinstitut. Der hatte sich schon über drei Jahrzehnte mit dem Thema beschäftigt. Ein sehr international anerkannter Wissenschaftler, weil er viele wirklich gute, saubere wissenschaftliche Arbeiten über diesen Bereich veröffentlicht hatte. Und der forschte da nun fröhlich mit englischer Regierungsunterstützung vor sich hin, um festzustellen, das nahm er auch an, dass er zu diesem Ergebnis kommen würde, dass das ja nun alles kein Problem sei. Er hat dann aber in Experimenten mit Ratten unter anderem Folgendes festgestellt. Die Ratten, die mit gentechnischen veränderten Kartoffeln von der Firma Monsanto gefüttert worden waren oder gefüttert wurden, die waren kleiner, leichter, die hatten ein heruntergefahrenes Immunsystem, die Immunleistungen waren schlechter, die hatten verkleinerte Lebern, verkleinerte Herzen und deutlich kleinere Gehirne, als sie nicht mit den gentechnisch veränderten Kartoffeln gefüttert worden waren. Und er ist dann mit Einverständnis, das ist nämlich eine ganz interessante Geschichte, damit man mal weiß, wie solche Sachen international laufen, der kurze Dienstweg, er ist dann mit Einverständnis seines Institutsleiters, der hat ihm gesagt, ja, man muss ja das mit den Gehirnen nicht gerade sagen, ist ans Fernsehen gegangen, hat eine Fernsehsendung gemacht, in einem Fernsehsendung, der also eine Millionenverbreitung hat in England. Der hat gesagt, also mit den Gehirnen, das muss ja nicht sagen, und also ein bisschen. Aber ansonsten im Prinzip war der Institutsleiter damit einverstanden, dass dieser Wissenschaftler die Sendung machte. Und er hat dann da auch ganz klar einige Sachen gesagt, immer noch deutlich genug,
dass es einen großen Aufruhr gab. Und er hat auch ganz deutlich gesagt, er selber würde solche Nahrungsmittel nicht essen. 48 Stunden später war sein Job los. Und seine Lebensgefährtin, auch eine sehr anerkannte Wissenschaftlerin, die schon 13 Jahre an dem Institut war, ebenfalls. Er musste alle seine Unterlagen abgeben, bekam Kommunikationsverbot mit seinen Kollegen und sollte nicht mehr über dieses Thema sprechen dürfen und so weiter. Und es hat ihn dann später insgesamt 5 Jahre gekostet und einen Herzinfarkt, also mindestens einen, um herauszufinden, dann, was da gelaufen war. Bei seinem Institutsleiter hatte Tony Blair, der englische Premierminister, angerufen. Und der Institutsleiter hat dann Angst bekommen, dass es noch schlimmer kommen könnte, wenn er seinen Wissenschaftler da jetzt nicht rausschmeißt, weil dann Regierungsgelder gestrichen werden könnten und vielleicht seine Stellung gefährdet sein könnte und so weiter. Also ist er in die Knie gegangen und hat das gemacht, was Tony Blair gesagt hat. Von wem aber hatte Tony Blair einen Anruf bekommen? Von Bill Clinton. Und wie man dann am Ende auch noch herausfand, von wem hatte Bill Clinton einen Anruf bekommen? Von Monsanto. Und das lief innerhalb von 48 Stunden, lief die Telefonkette durch. So, das ist das Spiel, das gespielt wird. Wir sehen, wie tief wir drinstecken. Herr Dr. Lange, wir sollten vielleicht bald mal auf ein paar Sachen eingehen, was wir noch tun können. Denn es ist ja so, die Zeit ist knapp. Das muss man ganz deutlich sagen. Die Zeit ist knapp. Wie viel Zeit? Die Zeit, ach, die nicht Zeit unsere, hier also beide ist auch Zeit. Knapp. Ja, unsere Zeit ist auch ein bisschen knapp. Ja. Zweimal. Denn es wird ja, die ganze Geschichte wird ja offenbar planmäßig an unserem Bewusstsein vorbeigeschleust. Das ist ja ganz offenbar Bestandteil des Plans. Wir sollen es nicht mitkriegen, wenn wir es wüssten, dann wäre schon viel mehr los in Europa oder auf der Welt. Vielleicht sollten wir ganz kurz wirklich in einer Minute erwähnen, dass die EU-Kommission auch die Grenzwerte für Pestizide höher setzen möchte. Ja. Und dann gleich mit der Folgefrage, wer stellt die Pestizide her und wer stellt dann die Medikamente her, die wir anschließend brauchen? Ja, auch wieder. Im Grunde kann man dem schon fast nichts mehr hinzufügen. Das war schon ganz präzise. Ich erläutere es gleich noch ein bisschen gesagt. Ja, Pestizide sind ja ein großes Geschäft für die Chemie- und Pharmaindustrie. Davon will man ordentlich viel verkaufen. Klare Sache. Und deswegen ist ihnen natürlich ist ein Grund, warum ihnen die biologische Landwirtschaft ein Dorn im Auge ist, das senkt den Pestizidabsatz schlecht. Und auch den Absatz von Medikamenten in der Tiermedizin auch schlecht. Und zu niedrige Rückstandswerte sind auch schlecht, das senkt auch den Pestizidabsatz. Was die eine Unterkommission in dem Codex Alimentarius Gebilde, Geschwür, könnte man schon fast sagen, tut, die ist daran, dabei zu arbeiten, die Grenzwerte für bestimmte Pestizide höher zu setzen, als wir sie im Moment haben. Was die auch nicht tun, die untersuchen nicht Wechselwirkungen zwischen Pestiziden. Da gibt es Untersuchungen zwar ganz gute, teilweise in Bezug auf ein Pestizid, wie der Grenzwert da sein soll. Grenzwerte sind sowieso das ist so eine Sache in meinen Augen. Aber dann gibt es eine Untersuchung in Bezug auf ein anderes Pestizid und so weiter. Aber nie, was für Wirkungen gibt es durch die Kombination von Pestizidrückständen im menschlichen Körper auf die Dauer. Die Chemie- und Pharmaindustrie weiß das eigentlich ziemlich genau, die sind ja auch nicht blöd. Und auf jeden Fall sind sie sich auch über eins im Klaren, das wird letztendlich die Anzahl der Kunden, der Abnehmer für Arzneimittel, die Anzahl der Patienten erhöhen, weil diese Rückstände Krankheiten erzeugen. Das ist also ein entscheidender Zusammenhang. Also gleich in mehreren Beziehungen steht wieder die Pharma- und Chemieindustrie gut da, wenn man nur die Pestizidgrenzwerte hochsetzt. In mehrfacher Hinsicht wird dadurch das Geschäft gefördert. Das ist immer so, die arbeiten ja Hand in Hand. Die Lebensmittelindustrie, die großen Lebensmittelindustriebetriebe, die Biotechnikkonzerne, und die Chemie- und Pharmaindustrie, das ist teilweise sowieso alles in einer Hand. Aber das sind die Nutznießer dieses ganzen Programmes. Beim Stichwort Grenzwerte fiel mir gerade persönliche Erfahrung ein. Bei uns, wo ich arbeite, wurden DECT-Telefone für die Mitarbeiter eingeführt, für die technischen Mitarbeiter. Und ich bin damals Sturm gelaufen wegen Strahlenbelastung und sowas. Und neben mir saß in der Diskussion der hessische Strahlenschutzbeauftragte. Da ging es um Grenzwerte. Und der sagte mir, wissen Sie, Herr Eckert, Grenzwerte werden ausgehandelt wie Lohnerhöhungen. Stimmt. Kann man so stehen lassen? Kann man absolut stehen lassen. Und auch im Bereich der Grenzwerte von irgendwelchen Pestiziden im Wasser, muss man auch dazu sagen,
wenn Sie so einen Grenzwert haben von zum Beispiel einem Mikrogramm, das ist also ein Tausendstel Gramm einer Substanz, Milligramm, Tausendstel Mikrogramm, Millionstel Gramm einer Substanz, scheint ja nicht so viel zu sein, aber ein Millionstel Gramm einer Substanz sind immerhin noch etwa eine Billion Moleküle, eine Billiarde Moleküle sogar, Rechenfehler. Eine Billiarde Moleküle, ein Mikrogramm einer Substanz. Und jeder, der sich näher mit dem Thema beschäftigt hat, auch zum Beispiel mit der Homöopathie, unter anderem weiß, dass man sogar mit wenigen Molekülen oder überhaupt nur einer Substanzinformation eine erhebliche Wirkung erzielen kann. Also, wenn dann der Grenzwert von einem Millionstel Gramm unterschritten wird, kann man offiziell behaupten, diese Substanz ist nicht in dem Trinkwasser enthalten, aber es sind immer noch fast eine Billiarde Moleküle dieser Substanz. Genau. Ne? Das Stichwort Aber es ist nichts drin. Information. Das Ne? Stichwort Information ist ja auch ganz entscheidend. Ne? Ja. Wenn wir sind uns all dessen bewusst, dass mit der Nahrung nicht bloß die physische gemeint ist, dass, sag mal, der seelische Haushalt eines Menschen, die Gedanken, Gefühle, mit denen man isst, mit denen man lebt, entscheidenden Einfluss auf die Gesundheit hat. Absolut, ja. Nur wir konzentrieren uns jetzt hier halt auf die physischen Zusammenhänge des Kodex, deswegen können wir da nicht näher drauf eingehen. Ja, das ist dann wieder ein anderes, wenn auch sehr wichtiges Thema, aber Ja, können wir jetzt hier können wir nicht, ist nicht machen. klar, ja. Gut, letzte Frage, was können wir tun? Wir haben gesehen, kaum jemand weiß von diesem Dokument, ein Zuschauer ausgeschlossen. Es werden immer mehr, die davon wissen. Glücklicherweise verbreitet sich's. Aber was haben wir eigentlich für Möglichkeiten in der Hand? Wir haben im Prinzip, es kommt immer nur auf die eigene Denkweise an, meines Erachtens eigentlich jede Möglichkeit in der Hand. Das Schlimmste ist, dass wenn man denkt, und nun spreche ich jetzt so, renne ich ja hier auf der Türen ein, wenn man denkt, man kann sowieso nichts machen. Man ist ja nur so ein kleines Licht. So, auf dieser Voraussetzung, ich selber habe, das ist eine Sache, das sage ich gleich noch, erstmal vorweg, was man machen kann. Man muss die Information verbreiten, es ist viel zu wenig bekannt. Die meisten Menschen wissen überhaupt nicht darüber Bescheid, was da im Hintergrund läuft. Sollen auch nicht. Man soll es gar nicht wissen, damit man es vielleicht dann erfährt oder selbst dann noch nicht mal, wenn es zu spät ist. Das heißt also, diese Information verbreiten an Mitmenschen. Ich kann gerne entsprechende Materialien, die geeignet sind, zur Verfügung stellen, aus denen man sich dann selber was zusammenstellen kann. Dann Druck mit den entsprechenden Informationen auf Politiker auszuüben, bevor man das tut, sie aber erstmal zu informieren. Selbst die meisten Politiker haben überhaupt keine Ahnung, was da gespielt wird. Das wissen die einfach nicht. Die verstehen das überhaupt nicht, was da läuft. Das machen diese Experten von Codex Alimentarius, die machen das schon richtig. Ist ja für den Verbraucherschutz wunderbar. So, also das. Nicht nur Mitmenschen informieren, Politiker auch entsprechend unter Druck setzen, dass die was tun. Je mehr Leute das tun, desto eher bewegen die sich, weil die Angst haben, nicht wiedergewählt zu werden. Vielleicht in dem Zusammenhang, wir sollten auch in unsere eigenen Abgeordneten rangehen, also die vom eigenen Wahlkreis. Was glauben Sie, wie viele Briefe und Petitionen die Merkel jeden Tag kriegt? Ich meine, egal, was man über sie denkt oder über unseren Regierungsapparat, Ja. aber es ist für einen Menschen unmöglich, sich mit jedem einzelnen Brief zu beschäftigen, mit jeder Petition, die da ankommt. Ja. Aber die Abgeordneten aus den eigenen Wahlkreisen, sage ich mal, die wissen mit Sicherheit auch ganz oft überhaupt noch nicht Bescheid über das, was da wirklich läuft. So wurde ja der EU-Vertrag unterschrieben. Die haben sie alle Ja. nicht gelesen, die wussten ja gar nicht, was drinsteht. Ich wusste gar nicht, was drin steht, Ja, ja. und die wissen oft gar nicht, was sie eigentlich verabschieden mit ihrem Handzeichen im Bundestag. Sie Ja. sagen halt ja, Fraktionszwang, jemand hat ihnen gesagt, mach das, das ist gut, Ja, aber das sonst ist bist du gut. nicht mehr auf der Und wenn der Liste. das sagt, dann stimmt das auch. Genau. Ja. Und deswegen ist es entscheidend, dass wir da Kontakt aufnehmen. Habe ich ja auch alles selber schon erlebt, das funktioniert nicht immer, man wird auch nicht immer gehört. Aber ich sage einfach, ich möchte es ergänzen, was Sie sagen, die Verbreitung von Informationen ist das Entscheidende an erster Stelle, denn es wissen noch zu wenige. Es wissen viel zu wenige. Und der zweite Ja. Schritt wäre eben nicht nur darüber zu wissen, denn viele geben sich damit zufrieden, Dinge zu lesen, zu wissen, einen neuesten Film aus dem Internet zu haben, eine DVD zu kopieren und weiterzugeben und wieder ein tolles Buch zu empfehlen. Aber das reicht nicht. Wir reden praktisch nur am Stammtisch oder untereinander Ja, mit dann den sagt man Nachbarn. zum Beispiel auf gut Deutsch, guck mal, das ist doch wirklich scheiße, sagt Genau, man. und Ne? jetzt trinkt man ein Und das Bier. sagt der andere dann auch, und dann geht man nach Hause und dann hat man wieder was Vernünftiges besprochen und fühlt sich gut. Ja. Und Das kennt man ja das auch. ist Ich der meine, Schritt. Ich persönlich sehe eine der größten Schwierigkeiten überhaupt in unserer Situation, wirklich die Trägheit eines riesigen Teils der Menschheit. Ja. Ja, ich sage jetzt mal Anwesende ausgenommen, aber es ist, wer tut was? Reden ist eine Sache und tun ist was anderes. Ja, und dass man nicht gerne
Bösartigkeit ins Auge schaut. Das ist also auch noch ein wichtiger Punkt. Oh, ja. Man möchte das am liebsten nicht wahrhaben. Genau. Man möchte am liebsten nicht, dass es tatsächlich solche Leute geben soll, die die Anzahl von Menschen auf diesem Planeten verringern wollen. Zur Gentechnik nochmal eingestreut. Man hat schon, das wurde dann erstmal aber wieder unter den Teppich gekehrt, in den USA ein Gentechnikunternehmen, bestimmte landwirtschaftliche Produkte entwickelt. Wenn man die isst, sind die Sperma abtötend. Solche Sachen. Man kann also praktisch durch Ernährung Bevölkerungskontrolle betreiben und so weiter. Das nur mal nebenbei. Und jetzt erzählen Sie das mal Ihrem Nachbarn. Das glaube ich nicht. Nee. Ja, das ist dann die Reaktion. Aber es ist tatsächlich ist drängend. Es ist drängend und es soll in Kraft treten. Ja. Was wir vor Ort noch tun können, ist natürlich beim Biobauern kaufen, die eigenen Einkaufsgewohnheiten überprüfen. Kaufe ich Nutella oder kaufe ich sie eben nicht? Ja, solche Sachen. Gehe ich zum Bauer, versuche ihm Mut zu machen, umzusteigen auf die Ökolandwirtschaft, trotz der ganzen Probleme, die es gibt. Mobilisiere ich meine Bekannten, Freunde, Nachbarn? Gehe ich wirklich hin und tue was? Und was ich mir einfach vorgenommen habe für heute, ist, aufs deutsche Grundgesetz zu verweisen. Okay, anderes Thema. Nein, aufs deutsche Grundgesetz zu verweisen. Da stehen zwei ganz wesentliche Sachen drin. Erstens mal, alle Macht geht vom Volke aus, was ja heute im Prinzip auch schon sehr zu hinterfragen ist. Und das Zweite ist, es steht drin, jeder Deutsche hat das Recht zum Widerstand gegen alle, die diese Ordnung versuchen zu beseitigen. Das heißt, das Recht zum Widerstand ist verbrieft, es ist sogar legal. Und ich rufe hier zu gar nichts Bestimmtem auf. Ja? Aber es ist so, dass wir das Recht zum Widerstand haben gegen alle, die versuchen, uns die Lebensgrundlage, die Grundlagen eines guten, geregelten, natürlichen Lebens zu entziehen, haben. Wir haben das Recht. Ich möchte es einfach erwähnen, denn es ist Zeit, dass wir das Recht nutzen. Ja, absolut. Ja, und man kann natürlich auch selber Nahrung anbauen. Ne? Das geht eventuell auch, wenn man sich ein bisschen reinhängt. Und darüber hinaus eben, denke ich, muss man etwas tun, um diese internationalen Entwicklungen aufzuhalten, daran zu arbeiten. Das klingt ein bisschen wie David gegen Goliath vielleicht. Aber man will ja folgende Situation vermeiden, dass wenn man nationalen Widerstand leistet, dass dann die Polizei der eigenen Nation gegen einen vorgeht, nur weil die Regierung nicht hohe Handelsstrafen an die Welthandelsorganisation zahlen will. Um das zu vermeiden, hält sie ihre eigene Bevölkerung unter Kontrolle. Und insofern muss man natürlich, denke ich, auch etwas tun, über diese Dinge hinaus, die total wichtig sind, um international etwas zu tun. Ich habe, das wollte ich am Anfang sagen, habe ich auf jetzt verschoben, im Jahr 2005, gegründet in Los Angeles ein Institut, das haben Sie am Anfang erwähnt, Weltinstitut für natürliche Gesundheitswissenschaften, Abkürzung WINHS, World Institute of Natural Health Sciences in Los Angeles, gibt auch eine Website, winhs.org, mit einigen anderen Wissenschaftlern zusammen, mit einigen Public Relations Fachleuten, das ist ja auch ein Fachgebiet für sich, das kann man ja nicht einfach so, bloß weil man mal was drüber gehört hat, wo mit verschiedenen Maßnahmen daran gearbeitet wird, etwas an dem Problem zu tun. Aber wir tun etwas dafür, World Institute of Natural Health Sciences, um das einzudämmen und haben auch schon Teilerfolge erreicht. Wie gesagt, einiges davon ist einfach nicht öffentlich kundtubar. Wichtig ist zu sehen, wir können was tun, wir vertrauen unsere Kraft, wir müssen unsere Kraft vertrauen und ich glaube, wir sind perfekt im Zeitplan. Ja. Dann darf ich mich ganz herzlich für das Gespräch bedanken. Ich glaube, Sie wollten noch ein Buch in die Kamera halten, das Sie empfehlen wollten. Ja, aber ich weiß nicht, ob ich das noch kann. Kann ich noch? Das geht ein noch. Buch. Gut. Das ist ein Buch, das ich, falls ich es nicht kenne, jedem von Ihnen sehr empfehlen kann. Saat der Zerstörung, bezeichneterweise von einem Amerikaner recherchiert, William Engdahl, im Kopfverlag erschienen. Sehr gut recherchiert. Gut. Mit Quellenangaben. Dann lesen wir es und dann tun wir was. Herzlichen Dank, Herr Dr. Lange. Ja, und danke auch Ihnen, Herr Kerk.